So, Mahlzeit mal wieder. Kaum sind ein Tag und weiß ich nicht, wie viele Stunden vergangen, stehe ich wieder hier, habe immer noch Heuschnupfen und muss die Batterien wohl wieder zurückbringen. Aber ich glaube, hier komme ich, das habe ich letztes Mal schon nicht geschafft, glaube ich schon. Ne? Muss also denselben Weg zurück, den ich gekommen bin. Na klar. Und dann war draußen das ekelige Viech. Und es hat mich dann doch ziemlich kalt gemacht. Also versuche ich das jetzt möglichst zu vermeiden, dass es mich kalt macht. So, wir sind jetzt zurück zu dem Radioraum. Und da sind wir schon. Das hier rein? Ich glaube, das kommt hier nicht rein, ne? Oder wie war das? Aber... egal. Nein, es kommt nicht rein. Aber so können wir es wenigstens mal ordentlich betrachten, oder nicht? Ist doch auch schon mal was. So, Taschenlampe aus. In der Hoffnung, es geht weg, was es nicht tut. Okay. What the hell? Kann ich da nicht drauf schießen? Ich muss also doch mal anscheinend gucken, dass ich... anders rauskomme oder im Dunkeln. Ja, nee, das Problem ist ja, es steht da. Also, ein paar Helping Hands wären schon nicht schlecht. Da bin ich aber letztes Mal abgekackt. Das will ich heute nicht. Wisst ihr was? Wenn ich jetzt hier rausgehe, kommt das sofort, ne? Nee, gar nicht. Ich sag, ich habe aber keinen Bock hier schon wieder zu verkacken. Ich guck mal, ob ich doch noch einen anderen Weg finde. Hilft dir nichts. Na, was heißt, hilft nichts, aber bringt mir ja nichts. Wieso steht der wieder auf? Oh Mann, ey. Ja, gut. Die Geräusche werden auch nicht besser, sondern schlechter. Also für mich schlechter. Kann man nicht anders sagen, ne? So, hier brauche ich ja anscheinend nichts. Ach, guck mal, da liegt ein Schlüssel. Für ein Snowmobil, den ich auch noch nicht brauche. Wahrscheinlich noch nicht oder gar nicht, keine Ahnung. Wir wissen aber, dass er da ist. So, hier komme ich nicht weiter. Ach komm, ey, Alter. Du springst wie, weiß ich nicht, wie so ein Spacko, ey. Spring doch mal hoch! Komm, schaffst du die Kiste denn? Immerhin. Ich bin auf einer Kiste. Nee, doch nicht. Habe ich gedacht. Habe ich nur geträumt. Ich kann nicht mal mehr gehen. Gruselig, grauselig, schrecklich. Ganz ehrlich, scheiß Mechanik wieder mal. Also Spielmechanik. Batterien habe ich. Das Schöne ist ja, dass das Viech hier nicht reinkommt. Also das heißt, es steht wahrscheinlich immer noch da, wo es gerade auch stand. Genau. Wenn ich jetzt hier rausgehe, sterbe ich. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, habe ich, glaube ich, keinen Bock mehr, weiterzuspielen.
Ja, leck mich am Arsch, ey. Das Vieh steht da immer noch. Und ich kann hier nirgends woanders her. Ich muss an dem Vieh vorbei. Hilft ja nichts, ey. Ja, aber wie? Ich glaube, ich muss rennen, kann das sein? Aber woher? Wo war noch mal der Weg? Ah, das stört es anscheinend nicht. Das Licht stört es nicht. Kann ich hier springen? Nein, natürlich auch nicht. Es ist echt traurig. Es ist. Der kann gar nichts. Nix kann ich. Ich kann nicht mal daher gehen. Musste ich da irgendwo. Ja, ich musste da rum, ne? Ich muss da dran vorbei, es hilft ja nichts. Also ich habe die Batterien. Und ich muss da, muss ich her. Und ab da sieht mich das komische Gespensttier, was immer das sein mag. Da muss ich versuchen, so schnell wie möglich auf die Treppe zu kommen. Kann das sein? Eine andere Chance habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Weil das irgendwie Licht mag das nicht. Ja, einmal. Treppen mag es, glaube ich, auch nicht. Kann das sein? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. So. Na gut, das ist stimmig alle. Falls es irgendwen interessiert, ich habe auch schon gekocht. Es gibt heute Curryhuhn. Nein, ich werde kein Foto posten. Ich habe auch nur keine Ahnung mehr, wo ich jetzt hin muss. War ich hier richtig? War ich hier nicht richtig? Nein, ich glaube nicht. Barely Escape. Maya. Maya! Da hat sie mir einen Zettel hinterlassen mit der Taschenlampe dabei. Thomas, da sind Proben im Labor auf dem dritten Stock. Ich drehe das Blatt. PS Contact the Guys vom Zevda and call for help. Was muss ich jetzt? Was? Ach so, ich soll die Proben aus dem. Hat doch gerade was gesagt, oder nicht? Ja, egal. Guck mal, da. Oh, ah, jetzt, ja. Eine Insel. Ich bin der Beste, ich habe einen Lötkolben dabei, alles. Ich, ach so. Zarya Station, answer. Can you hear me? Thomas, is that you? What the hell's going on over there? Nein, Erik. I said that you and Victor died. And now I hear your voice loud and clear. What the fuck? About an hour ago, Maya contacted us. She was crying. She said that Victor went crazy and attacked you and her. She said he fucking killed you. Then after about 15 minutes, we heard a one-way transmission. That was you that told us what happened with the dogs and some gross that filled the bunker. We tried to answer you, but you didn't hear us. After that, we tried again to contact Maya, but she didn't answer us either. Also, ich glaube, Maya spielt ja anscheinend ein zwiespältiges Spiel. Sie spielt ein zwiespältiges Spiel. Ups! Interferenzen. Now it's no longer a microorganism. Nee, das ist schon etwas größer. Full-fledged monster running around our base. And it killed Victor. That sounds crazy, Thomas. Seriously. Are you trying to make jokes there?
mir ist momentan nicht nach Speisen. Insofern, please get us out of here. Please, I repeat, this is not a joke. Okay, everything will be fine, Thomas. Calm down. Did you say us? Maya lebt noch. wahrscheinlich. So Maya is alive? Okay, calm down, Thomas. Stay safe. We're already getting ready. We'll be there in about a half an hour. I know you're on edge, but have you seen this weather? The helicopter will blow away on takeoff. I understand, Thomas. Listen, we'll be there soon. Most importantly, stay in a safe place. You understand? Okay. Also, ich muss jetzt anscheinend eine halbe Stunde, ja, bleibe ich hier sitzen, wa? Soll ich auch machen, ne? Komm, ich gehe mal ein bisschen damit. Weil sie der Hund ist. Also in dem Film. Aha. Genau, was erzählst du für eine Scheiße, Mel? War der nicht vorhin hier? Nee, ja doch, ja, da war sie und da musste ich ja auch, glaube ich, hin. Aber jetzt muss ich ja anscheinend einen höher. Wo ich aber hier nicht hinkomme, sondern da ist eine Treppe, die führt. Also gehe ich hier runter, damit ich da hochkomme. Klingt nach dem Plan, oder? Was ist jetzt? Ja, leg mich am Arsch. Du kannst keine Treppen laufen, Viech. Ganz keine Treppen, hoffe ich. Das macht mir doch ein bisschen Angst. Wo muss ich jetzt hin? Habe ich gesagt, da, ne? Ah ja, einmal hier um die Ecke. Zack, links und direkt wieder hoch. Auf geht's, Erik. Thomas. Tada. Ja, guck mal, das ist doch... Das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ach du Scheiße, jede Menge von dem Krempel drin. So viel war da vorher noch nicht, das weiß ich. Maya, wo bist du? Ich kann es nicht oft genug sagen, ich finde das immer geil. So was Tolles in so einem Spiel. Maya. Where the fuck did you come here alone? Why did you need these samples? I told you to stay away from me. Fuck Maya! Ist das eine Direktive? New objective? Fuck Maya! Schade, nein. Break. So. Das Beschissene an dieser Brille ist, dass hier da kein Kunststoff oder Quatsch, kein Schaumstoff ist. Das heißt, die fängt irgendwann an zu drücken. Ich habe noch eine ganz tolle hier, allerdings ist die schon so alt, ich weiß gar nicht, was da für ein Dreck drauf ist und wo der herkommt. Ich glaube, muss ich jetzt hier eigentlich weiter? Nee, hier komme ich gar nicht weiter, ne? Bin ich? Ich nehme auf. Finde Maya im Laboratorium auf dem dritten Stock. Im dritten Stock. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich hergekommen bin. Ich glaube, von da. Da komme ich aber nicht weiter. Nein, da komme ich nicht weiter. Sieht Maya vielleicht inzwischen komisch aus? Okay, hier komme ich auch nicht weiter. Will ich mich nicht. I won't wait here for my death. I got to get. Fuel? And find the keys somewhere! Yes, yes, baby, yes! Ich weiß, wo sie sind. Im Hangar. Und warum sind die Hunde da? Ich glaube, Sprit war auch im Hangar.
irgendwas? Also die Hunde machen Halligalli. Ist die Frage, sind das noch die Hunde? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Ich werde gleich wieder sterben. Das weiß ich definitiv. Weil ich muss natürlich wohin? In den Hangar. Das sind fliegende Flughunde. Weil? Die waren hier hinten, das weiß ich. Ah, doch nicht. Es macht schon Sinn, das Spiel macht irgendwie. Genau, Klaus, ja, das habe ich gedacht. Ja, genau, da war ich schon, glaube ich. Oh, 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 ich muss mal. Geh mal hier hinten. Leck mich am Arsch, ey. Komm ich hier rein? Komm ich, ich geh mal hier rein. Ein bisschen auf, ey. Nee, ich konnte hier wieder raus. Hölle! No, no, no. Können Hunde sprechen? No, no. Ich verstehe nicht. So. Empty. Check the fuels. Was nur mal war, das habe ich. Also okay, empty. Ich muss alle checken. Oh, erstaunlicherweise. Das macht man ja immer so, ne? Also ich stelle ja meine Snowmobile immer leer hin. So, haben wir noch eins? Eins, zwei. Ja, muss wohl. Entschuldigung, aber... Oh, guck mal, eine Schippe. Ach nee, mit der habe ich mich ausgegraben. Da. Damn it. Damn it. Damn it. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Da ist eine alte Hütte. Hier sind Spuren im Schnee, wie er die wohl gemacht hat. Leer? Leer? Leer. Ah, der Hundeluf. Entschuldigung, aber ist wirklich gut wieder angefangen. Muss ich jetzt hier reingucken? Ich stehe hier gerade total aus, nur wegen dieser blöden Fackel. Ah, so Schlüssel. Ich hab das jetzt schade nicht mehr lieben können. Und das Viech ist weg, sag ich, ne? Ja, ist gerade weg. Oder kommt gerade von oben, ich weiß es nicht. Irgendwie macht das Spiel Spaß, auch wenn es irgendwie nicht Spaß macht. Also, lauf, Forrest, lauf! Ich muss da rein. Ja, ich weiß. Immerhin hat es mich nicht getroffen. Wir wissen ja, wo es lang geht.
Goddammit. Ja, das ist wieder jetzt, da fehlt halt ein Finger, ne? Der Crouchfinger fehlt. Ja, ist klar. Boah. Nee, das hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Aber. Plonk. Da ist eine Hand, der wird jetzt hier gerade bewegt. Get the fuck out of here. Run, Thomas. Was denn? Das Spiel schlaucht einen doch, es nimmt einen doch mit. Und dann hat man wieder so ein fucking Jumpscare, mit dem ich nicht gerechnet habe. Geil. Das Tomchuk, I love you. Lass mich mal raten, wer vor der Tür steht. Nein? Nein. Kann das über Dächer gehen? Muss ich wieder losrennen? Ja, muss ich. Kommt es hinter mir her? Na klar, kommt es hinter mir her. Ist es vor mir? Oder was weiß ich denn schon? Ich gehe mal erstmal. Stufen hoch. Nein, ich kann nichts machen. Habe ich es geschafft? Weil ich mache nichts. Also Maya? Maya? Geht sie gut? Scratched by something underwater in the basement, yep. Right? Yeah. No, ich hab's ja alle gehört, auch die Hunde. You do realize that we need to ask you about what happened, right? It's our job. No problem, Mr. McReady. Okay, we'll continue later. Okay, da weiß ich mehr, ne? Thomas, setz dich doch mal hin und denk drüber nach. Ach so, was will ich jetzt machen? Ich brauche keine Taschenlampe mehr. Ich kann. Muss ich? Was muss ich denn machen, ey? Ich kann nichts machen. Doch, ah, da! Ark! Me head. Typische Krankenstation. Sofa, Bett.
Paravents, also Sichtblinden. Egal, mit Akten. Klack! Das heißt, ich darf weiter. Bitte gehen Sie. Mir geht's. Ich heiße Erik, aber ist nicht schlimm. Trotzdem geht's mir ganz gut. Ich kann nicht rennen. Ein bisschen Kopfschmerzen. Die trinke ich weg. Ja. Und wer bist du? Unbekannter. Kletter ich jetzt da hoch? Don't worry. Everything is fine. You better get some rest. Uiuiuiui, ich bin infiziert. Muss ich mich jetzt aufs Sofa legen? Wusste ich ja am Anfang. War gut. Sofa war gut. Anscheinend nicht. Gehen wir nochmal ins Bett. Anscheinend nicht. Immerhin, mein Puls ist sehr ruhig. Und wenn das mein Puls ist. Das Blöde ist, hier ist nichts Gelbes mehr. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Na, laufen wir mal rum. Ne? Also, need to get some rest. Ich kann doch nichts machen. Nein, nein, nein. What is this? Das ist die Spätwirkung der Infektion. Ich werde mutieren und werde mich in ein sechsbeiniges, vierbeiniges, keine Ahnung, ich habe es nicht gezählt. Ich glaube vier, ne? Vierbeiniges Monster verwandeln mit Alien-Charakter. Ich glaube, ich muss nur rumlaufen, kann das sein? Hallo, ich bin wieder da. Alter, ich liege am Boden und blute. Geht's mir gut? Na, ich blute nicht mehr. Ich habe alles verspritzt. Geht's mir gut? Es gibt so Fragen, wo ich mir denke, halt doch einfach die Fresse. Cool gemacht. Hallo? Doch. Hölle, Hölle. Gefällt mir sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das... Bin ich jetzt? Keine Ahnung. Darf ich jetzt? Muss ich jetzt? Soll ich jetzt? Passiert noch was? Ja, sieht so aus, als wenn da noch etwas kommt. Ah, nee, doch nicht. Doch, also, danke, Tomczuk. Just Tomczuk. Hast du wieder mal gut gemacht. Es fing so dröge trocken an und hat sich aber dann doch erstaunlicherweise ganz gut gesteigert. Also ich fand es jetzt zum Schluss richtig gut. Sci-Fi Horror sollte man sich merken. Also den Abspann unbedingt, dass man da auch eventuell gratis Musik kriegen kann, falls man mal ein eigenes Spiel machen möchte. So,
Mahlzeit und herzlich willkommen zu einem Let's Play von... Ich würde es... Doch, hat mir Spaß gemacht. Also das mit dem Monster war gar nicht mal so schlimm. Klar, ich bin mal gestorben. Ob man das musste, weiß ich nicht. Aber ansonsten, ich meine, gut, ich sag, der Anfang war sehr, sehr dröge, trocken. Tja. Was soll ich sagen? Hat mir gut gefallen. Zum Schluss hinten wurde es immer besser. Insofern spielenswert und Tom Tuck hat seine Arbeit gemacht. In diesem Sinne, wie immer, danke fürs Zuschauen und tschüss, macht es selber.